Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Idle Game Vorstellungsvideo. Geology Business ist das hier ganz offensichtlich. Players Online 7, das sind nicht viele, möchte ich behaupten. Das sind in der Tat nicht viele. Das ist ein bisschen traurig. Ich habe in das Spiel noch gar nicht reingeguckt, um ehrlich zu sein. Aber es machte von Anfang an so einen Eindruck, als würde ich es direkt mit aufnehmen wollen. Also so komplett. Wir gehen das mal in die Optionen. Audio? Nein. Ich dachte, ich könnte vielleicht die Auflösung irgendwo umstellen auf Vollbild oder so. Kann ich nicht. Schade. Okay, dann starten wir mal ein Spiel. Zur Info vorweg, Geology Business gibt es im Moment auf Steam und kostet stolze 1,99 Euro. Ob es das wert war? Ich werde es rausfinden. Okay, ich klicke irgendwo hin. Und hier passieren Dinge. Ich schlage mit einem Stock auf Steine. Und da kommen dann Steine bei raus und die werden hier gescannt und veredelt. Macht das Geräusche? So halbwegs. Und dafür kriege ich Geld. Okay, verstehe ich. Das ist so ein bisschen die umständliche Variante von Idle Mine. Genau aus dem Grund, weil ich sowas befürchtet habe, wollte ich es von Anfang an aufnehmen. Und habe zur Abwechslung mal nicht schon ein bisschen reingespielt. Okay, ich glaube, in Wirklichkeit veredeln wir die gar nicht. Wir drucken einfach nur eine Textur drauf, damit es wirklich nach Stein aussieht. Okay, ich habe gleich 25 Dollar. Kann ich damit irgendwas machen? 26 sogar. Ach, guck mal. Ich habe die Aufnahme jetzt nicht. Okay, man kann da Fullscreen stellen. Guck mal, ich kann hier andere Stöcke auswählen. Ah, die kann ich kaufen. Ich kann einen Birkenstock kaufen. Ich dachte mal, das wären Sandalen, aber okay. Ah, da bauen wir auch gleich was anderes mit ab. Da bauen wir jetzt so weiße Dingsies ab, unter anderem, aber nicht nur. Okay. Also prinzipiell kann man es auf Vollbild stellen, es bleibt dann aber bei 1280 x 720 von der Auflösung her, was ein bisschen traurig ist, aber nun ja, kann man mitleben. Gold. Was kostete der andere Stock doch gleich? 50. Schaffen wir. Give me 50 Dollars. Give me 50 Dollars. Wir müssen dann auf jeden Fall oben gleich mal bei Office und Storage reingucken. Aber erst will ich den anderen Stock haben. Wobei, vielleicht machen wir das jetzt und das bringt uns jetzt schon was. Wir können Stonehammer kaufen für 50. Das ist vielleicht besser als der andere Stock. Wir können uns Worker kaufen für 100. Ah, und hier können wir uns angucken, welche tollen Erze wir schon alle freigeschaltet haben. Es gibt eine ganze Menge, möchte ich sagen. Es gibt viele Erze. Leider fangen wir nicht damit an, dass wir auf Code klopfen. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Es sieht, um ehrlich zu sein, aber das mag am Anfang immer ein bisschen täuschen, nicht nach einem Prestige-System aus. Aber wie gesagt, das mag täuschen. Da ist irgendwas Neues. Was ist es? Was ist es? Kohle. Das ist Kohle? Verarschen. Das ist doch keine Kohle. Ach, Kreide ist das, okay. Okay, wir haben 50. Wollen wir den Stock? Oder wollen wir... what? Stonehammer. Moment, wir haben jetzt den Stonehammer abgegradet, aber wir hatten den Stonehammer noch... Doch, wir haben jetzt den Stonehammer, okay. Wir brauchen dann dringend 100 Dollar für Worker. Hey, Erde. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit alleine zu klicken. Das ist schon ein bisschen anstrengend. So minimal zumindest. Wie ich am Anfang total verwirrt war, dass da einfach nur dieser Stock rumgezappelt hat. Ich dachte so, okay, was passiert hier? Ist das jetzt... Warum müssen wir uns... Ach so. Und das wird jetzt wieder...
Okay, wir können uns dann einen stärkeren. Okay. Verstehe. Was ist das? Das ist Bronze? Sieht ja aus wie ein Schweineohr, aber okay. Kann man drüber streiten. Oh, wir haben schon wieder 50. Aber eigentlich möchte ich erstmal einen Worker haben. Oder möchte ich doch das Griff-Update? Ich möchte, glaube ich, doch erst den Griff. In der Hoffnung, dass es dann deutlich schneller geht. Da muss ich zwar immer noch selber klicken, aber ich möchte, glaube ich, trotzdem erstmal den Griff haben. Ich raste hier klicktechnisch mal kurz ein bisschen aus. Aber wir finden auch nur die besten Sachen. Da glänzt was. Kupfer. Okay, immerhin 10 Dollar. Gute Sache. Moraine. Wir kaufen das Ding. Okay, geht jetzt gefühlt auch nicht unbedingt schneller. Aber wir finden seltenere Sachen. Ist es das? Öl. Wir haben Öl aus der Wand geklopft. Natürlich. Vollkommen realistisch. Oh Gott, die Teile geben teilweise nicht mal Geld. Wie scheiße ist das denn? Na komm schon. Also was mir bislang am Spiel besonders gefällt, ist der Soundtrack. Der ist fantastisch. Hilfe. Wie lange darf ich sowas spielen, um es noch refunden zu können? 2 Stunden, ne? Na mal gucken, vielleicht wird es ja noch. Bislang ist es eher anstrengend, aber wir kaufen erstmal einen Worker. Ja, Worker. Ah, tatsächlich, da kommt jetzt oben automatisch was, ohne dass ich klopfe. Wow. Bahnbrechende Geschwindigkeit. Ich klicke da mal wieder mit. Ach, wir könnten auch auf den Birkenhammer rüber wechseln. Wenn wir das möchten. Möchten wir aber nicht. Ich muss in meine Office weiter gucken. Okay, es gibt einen Kupferhammer, der kostet aber halt mal 1000 Dollar. Ja, und alternativ dann einen zweiten Worker, der kostet aber 200. Monkey Warhol, Hammering. Kann ich hier für 50 Dollar einen Soundtrack kaufen? Ist es das? Wir finden es heraus. Ich klopfe noch mal mit. Dieses Spiel macht betroffen. Und es ist Granit. Hey. Aber wir haben zumindest 50 Dollar zusammen. Theme, Monster Mesh. Okay, wir können uns einen anderen Hintergrund holen. Ich kaufe mal das hier. Okay, wir können tatsächlich Musik kaufen. Das ist ein bisschen gut. Ah, cool. Und man kann hier den Regler verstellen. Und verschiedene Songs kaufen. Okay, das finde ich ein bisschen fetzig. Okay, was ich ehrlich gesagt nicht so fetzig finde. Audionautics ist eigentlich was es in der YouTube-Library gibt. Da muss man es eigentlich nur crediten, wenn man es verwendet, in der Videobeschreibung. Aber das wird halt alles so Free-to-Play-Musik sein wahrscheinlich. Aber andererseits, warum nicht, ne? Warum nicht? Okay, hier gibt es auch verschiedene Themes. Warum sollte ich die Arbeiter ausstellen wollen? Gibt es da irgendeinen Grund für? Ich bin mir unsicher. Ach, hier wird sogar angezeigt, wie viel wir davon jeweils gefunden haben. Okay, interessant. Classified, natürlich. Natürlich. Da steht sogar die Drop-Chance mit bei 1,50. Okay. Eins in 100.000.
Eins in eine Million, das ist ja toll. Wir brauchen einen größeren Hammer. Was kostet das nächste? Schon 1000, ne? Und dann vielleicht auch erstmal einen Worker. Advance Jarn Roar. Congratulations on getting 1000 hits with this thingy. Right click to start 5 damage. 5 times damage for 30 seconds. Okay. Ooh, nice. Now we talk. Hilfe! Gott, wie lang sind 30 Sekunden? Okay, sind vorbei. Oh, das war ein bisschen anstrengend. Okay, give me a worker. Irgendwie ist das Gefühl schlechter geworden. Ich habe das Gefühl, der zweite Worker bringt nicht so richtig was. Ich glaube, ich möchte dann eher auf eine Spitzhacke upgraden. Ich möchte nicht die ganze Zeit so ein Rohr in der Hand halten, wenn ihr wisst, was ich meine. Gold, 200. Gute Sache. Da kommen wir der Hacke ja dann doch irgendwie mal näher. Vielleicht finden wir mit dem besseren Werkzeug dann auch seltenere Gegenstände oder seltenere Erze, Steine, was auch immer. Auf jeden Fall nicht nur so eine Grütze hier. Also es geht, aber ist Moraine, ist das Katzengold? Bin mir unsicher. Können wir nicht nochmal so eine 30-Sekunden-Action bekommen? Limestone, sehr schön. Ich bin mir noch nicht sicher, was der Lautsprecherknopf da macht. Irgendwie höre ich so oder so nichts, aber nun ja. Sinniges. Oh, okay, für die Kreide haben wir jetzt 5 bekommen. Warum haben wir für die davor keine 5 bekommen? Sinnlos. Vielleicht wurde es einfach nicht angezeigt. Irgendwas Fetziges. Eis, 1 Dollar. Wow. Haben wir Handelsdollar? Ja, ich würde es gerne, okay. Ja, der schafft schon mehr, gefühlt. So, irgendwie. Ich habe 100 Dollar und ich würde es ganz gerne. Wow, das war echt schwer anzuklicken. Okay, kann ich die alle frei rummeln? Okay, ich habe 20 Dollar gewonnen. Ah, das ist einfach so ein Rubbellos, okay. Wo man mit Glück mehr Geld gewinnen kann. Ja, fantastisch. Oder Geld verlieren kann. Aber es gibt Rubbellose, wie gut ist das denn? Boah.
Ich brauche dringend mehr Worker. 600 kostet der nächste. Jetzt fällt mir hier nämlich demnächst der Finger ab. Solche spannende Sachen kommen ja auch nicht mehr, ne? Irgendwas Neues? Nicht so richtig. Okay, der würde 5000 kosten schon. Glaube, ich hole mir gleich nochmal einen Rubbel los. Falls es geht. Toll. Ich fühle mich verarscht. Noch ein Rubbel los. Gief. Ah, wieder nur 20, das ist doch scheiße. Jetzt habe ich schon $240 durch Rubbellose verloren. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Nie wieder Hütchenspiel und so. Nie wieder Rubbellose. Was ist das? Ah, Gold. Nett. Was kostet der nächste Worker? 1,5. Ja, fuck this. Was kommt denn hier an Stein automatisch rum? Nicht so richtig viel. Aber wobei, es geht. Kann ich hier eigentlich noch einen Griff upgraden? Ah, guck mal. Wir können hier für $200 das Wild West Ding nehmen. Das ist aber, glaube ich, rein dekorativ, oder? Uran. Okay, das möchte ich nicht einfach so aus der Wand klopfen. Aber hey, gibt Geld. Fast versucht, das nächste Werkzeug noch zu bekommen. Aber 5000 ist halt schon voller Krampf. Es sei denn, wir haben Glück mit dem Rubbellos, aber ich könnte natürlich 10 Rubbellose kaufen. Komm. Rubbellos-Junkies am Start. Wow, da habe ich gar nichts bekommen. Ich wette, man gewinnt hier nie was. Also nie mehr, als man reinsteckt, meine ich. Es sind halt immer 20 oder nichts. Toll. Ja, leck mich doch. Okay, Fazit, kauft nicht die scheiß Rubbellose. Just don't do it. Aber die Musik ist ganz beruhigend. Ich muss meinen anderen Finger zum Klicken nehmen. Was tue ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Und warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Tja, ich könnte es jetzt einfach so laufen lassen und arbeiten gehen, wenn ich wiederkomme, genug Geld zusammen haben für... okay. Dann kriegen wir doch noch ein bisschen was zusammen. Gott, Zwei-Finger-Klick-Technik, Abfahrt. Give me the $5000, biatch.
Na, schon vorbei. Aber wir haben Titanium gefunden. Ach Gott. Okay, das hat uns zumindest ein Stück weitergebracht. Und wenn ich nicht so viele Rubellose gekauft hätte, hätten wir es auch schon. nochmal Titanium, sehr schön. Okay, dann rückt die 5000 doch noch in die greifbare Nähe, finde ich gut. Ich glaube, die Dinger hier sind aber wirklich rein dekorativ. Also die machen halt wirklich nichts anderes. Gott, ich weiß jetzt schon, dass ich morgen eine Sehnscheidenentzündung habe. Komm, kann hier nicht nochmal so ein Uran angewackelt kommen oder so? Was das mehr als nur so 20, 30 Dollar bringt. Jawohl, das sieht doch teuer aus. Was ist es? Okay. Ich habe jetzt irgendwie mehr davon erhofft. Aber wir haben die 5000 gleich. Wir könnten natürlich auch mehr Worker kaufen, aber... vollkommen überbewertet. Na komm schon. Nur noch wenige Stunden, na endlich. Upgraded. Wow, der ist jetzt schneller. Irgendwie gefühlt nicht so richtig. Und ich kann jetzt wahrscheinlich auch wieder 1000 Klicks mit dem Hammer machen und dann wieder 30 Sekunden ausrasten, aber ich glaube, das möchte ich einfach nicht mehr. Nee, ganz ehrlich, nach 20 Minuten klicken habe ich jetzt irgendwie genug. Wir machen nochmal Rubellose. Und dann habe ich... Hey, 1000! Nice. Und ist doch ein Worker. Wenigstens einmal was Sinnvolles rausbekommen. Schon wieder 1000. Was hier abgeht. Muss ich nur beschweren. Okay. Kauft euch Rubellose. Ist super. Macht ihr voll das Geld mit. Seht ihr? Schon wieder 1000. Okay, diesmal nur 20. Aber hey, immerhin. Wir haben 2700 Gewinn gemacht. Das gleicht den Verlust von vorhin wieder halbwegs aus. Der nächste Worker 3,1. Nee, was kostet der nächste Song? 2000. Andererseits möchte ich das gerade nicht für einen Song ausgeben. Noch ein Worker bringt jetzt aber jetzt natürlich auch nicht den Riesenzuwachs, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Von daher würde ich sagen, Link zum Spiel, wie immer in der Videobeschreibung. Wie gesagt, 1,99 auf Steam. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das wollt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das möchte. Anyways, das war's mit... Was war das denn? Ach, das hatten wir schon mal. Das war's mit Geology Business. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Oh, meine Finger. Das klingt nicht gesund. Ja, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zu irgendeinem nächsten Video. Macht's gut, haut rein und tschüss.